Okay. Eins gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten? Ein Dramatiker sagte einst, Menschen werden weinen, weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Okay. Nein, mit diesen Leuten rede ich nicht. Die sind spooky. Ich werde hier ganz schnell wieder rausgehen. Ich guck nur, ob die hier einen Laden haben. Vielleicht gibt es ja hier was Schönes, Interessantes. Ah, ja, gibt es. Hallo. Willkommen. Wie kann ich helfen? Du kannst nicht mehr tragen. Okay, ich will auch nicht mehr tragen. Warum eins? Schuppen bieten großen Schutz. Okay, ja, nehme ich. Es war nur um eins besser, aber besser als gar nichts. Hey, was machst du? Der Schuppenmantel wird dich stärken. Hallo! Okay. Schuppenmantel. Schuppen bieten großen Schutz. Abwehr auf 44. Okay, möchtest du es anwenden? Ja, ausgerüstet. Wow! Habt ihr das gesehen, was ich gesehen habe? Guckt mal auf meine KP. 229. Jetzt setze ich das an, was um. Warte mal, das ist die falsche Rüstung. Nein. Setze ich den nächsten Mantel wieder an. Ja, ausgerüstet. Der macht einen schwächer, dieser Schuppenmantel. Ist das nicht eine Sauerei? Ich hätte mich jetzt gewundert. 50 Taler. Ja, nee. Alles klar. Wow, also der Schuppenmantel war eine Fehlinvestition. Macht mich ja schwächer. Wie die Stärken, ja, von wegen. Okay, dann lass uns doch mal in das Labor gehen. Wenn er da in der Kältekammer rumhockt. Ziemlich finster hier. Oh, was ist das denn hier? Aufzug. Nichts passiert. Vielleicht erloscht die Kraft. Okay. Auf. Lasst uns den Strom anschalten. Ah, ich kann meinen Speer mal wieder benutzen. Endlich. Schön rot. Irgendwie ist mir das alles ziemlich dunkel. Hi. Dwerg bestätigt den Schalter. Yay. Ich habe Licht angemacht. Lasst uns trotzdem weiter gucken. Jetzt kann ich wenigstens schon mal gucken, was hier alles ist. BTF? Also es steht aber immer noch alles still. Hier komme ich nicht ran. Aber wer weiß, wofür es gut ist, dass ich da nicht dran komme. Boah, und krabbeln. Ah, die Musik ist irgendwie komisch. Oh, was ist das denn? Weg damit! Ui, da hat sich. Boah, der wollte mich rammen. Ui, ich mach die auch mit einem Schlag fertig. Gut. Aber da die ja nur explodieren, kassiert mir ja nichts. Also ich bin immer noch, wenn ich jetzt mal so sagen darf, ziemlich überlevelt. Und zack, ouch. Boah, er hat einen Schlag überlebt. Der erste Gegner, der zwei Schläge ausgehalten hat. Yay. Und klick, direkt betätigt den Schalter. Okay, was habe ich jetzt angerichtet? Vorhin, jetzt... Der letzte Schalter hat das Licht angemacht. Was habe ich jetzt gemacht? Nichts passiert, nichts geschieht. Hallo?
Darf ich es erfahren? Ich nehme eine kleine Abkürzung. Wenn ich dürfte. Geht leider nicht. Ach, guck mal hier. Was ist denn das? Das habe ich auch noch nicht entdeckt. Oh, eine Kiste. Dwerg erhält Seelenpanzer. Ui. Wehrt tödliche Flüche ab. Möchtest du es anwählen? Ja. Ausgerüstet. Ui, der hat mich sogar gestärkt. Super, gefällt mir schon. Und man muss jetzt so langsam darauf achten, was die Rüstung machen. Manchmal sind die wirklich so dreist und ziehen ein KP ab oder geben einen scheinbar auch was. Diesen Nixmantel habe ich jetzt allerdings zum ersten Mal gefunden. Also Premiere. Seelenpanzer, nicht Nixmantel. Ich bin doof, ich weiß. Aber ist okay. Habe ich schon mal einen neuen schönen Mantel. Ah ne, da war der Stromschalter. Okay. Und die Maschinen scheinen zu funktionieren. Halleluja. Dann lasst uns doch mal aufzufahren. Ah ja. Und hier war. Hallo! Aufzug! Interessant gemacht, auf jeden Fall. Hier kann ich meinen Speer aber nicht benutzen, okay? Da sind wir bald da. Oh, ja, sind wir. Mit einem Krachen. Mal gucken. Okay. Ja. Boah, Sport machen wir. Am frühen Morgen schon. Okay. Was ist das denn? Säure? Interessant. Ah, hier kann ich wieder drunter herklettern. Was ist das? Was sind das denn für Maschinen? Sieht aus, als ob sich da ein Mensch reinstellen kann. Okay. Ui, was ist das denn? Aua! Kaputt. Wenigstens explodieren die mal sofort. Okay, was hat's gebracht? Keine Ahnung. Oh, noch so ein Schweinepriester. Keine Ahnung, sie sehen aus. Ich würde sagen, sie sehen aus wie Schweine. Okay. Ich mal reinspringen. Yay! Ein Teleporter! Ja, wie genial ist das denn? Weg damit. Ah, jetzt kann ich mir hier den Weg freischieben. Ach so. Super. Okay. Links, rechts, geradeaus. Und darüber kann ich nicht springen. Wieso kann ich eben grundsätzlich über keine Abgründe springen? Okay, hier sind Teleporter, die mich auch in den Abgrund führen. Und wahrscheinlich geht die Tür nicht auf. Doch, geht so. Wofür brauche ich denn Teleporter? Oh, eine Maschine. Direkt betätige ich den Schalter. Okay. Was habe ich jetzt aktiviert? Was habe ich gemacht? Geh weg. Au! Aua, der hat mir wehgetan. Das geht doch nicht. Geh weg. Und nochmal Teleporter. Oh, ich will nochmal rein. Dann muss ich nicht durch diesen engen Kanal wieder krabbeln. Scheinbar können wir weiter Aufzug fahren. Vielleicht ging es vorher gar nicht. Ui, es dreht sich tatsächlich auch in die andere Richtung. Nee, doch nicht. Gerade mussten wir auch entgegenlaufen. Hey, hab nix gesagt. Aufzug fahren, yay! Ja. Und was habt ihr heute noch vor? Smalltalk! Yay! Warum antwortet mir keiner? Ja. Heute haben wir auch schon einiges geschafft. Muss man auch schon mal sagen. Burg Drachenfels und jetzt hier nach Beruga. Ja. Ui, ein Eisklotz! Die nix aushalten. Au! Vergiss es! Du kannst sterben, explodieren, whatever.
So. Ein Teleporter, der da ist. Ich kann auch drauf hüpfen. Da ist auch ein Teleporter. Oh. Hehe, cool. Wo führt er mich hin? Dahin, okay. Achso, hier kann ich nicht drüber. Okay. Dann lasst uns doch mal in den Teleporter reinspringen, in den ersten. Okay. Wo hat er mich hingebracht? Zu Roboter. Hey, wieso hast du überlebt? Das geht, da, geht ja mal gar nicht. Okay, da drüber, da kann ich schon mal nicht hochspringen. Nochmal ein Eisklotz. Boah, der Eisklotz ist überlebt. Vom Würfel absorbiert. Level up! Level 3!